Hallo und herzlich willkommen zu meinem letzten Video von dieser Vorproduzier-Marathon-Geschichte. Und ich muss euch sagen, es ist ein Freitagsvideo, weil ich weiß ja, dass das letzte Video immer ein Freitagsvideo ist. Von daher, und zwar habe ich euch heute eine Geschichte auf dem Lager. Geschichten zum Berichten. Wir haben mal wieder eine Geschichte zum Berichten. Ich möchte euch die Geschichte erzählen, wie ich fast meinen Blinddarm verloren hätte, aber dann doch nicht. Also, ich weiß nicht, ich war irgendwie in einem Alter, wo ich noch zur Schule gegangen bin. Und dann war es bei mir so, dass ich eines Tages aufgewacht bin und ich hatte furchtbare Bauchschmerzen. Mir war unglaublich schlecht. Also, in meinem ganzen Leben war es mir noch nie so übel. Ich habe mich nicht übergeben müssen, aber mir war dauernd schlecht. Also, diese Übelkeitsgefühle hatte ich. Und ja. Und dann habe ich das meiner Mutter gesagt und sie hat dann halt gesagt, okay, dann hast du wahrscheinlich Magen-Darm-Infekt und hat mir dann eben demnach einfach, dann bin ich halt krankgeschrieben geworden. Und ja, und dann ein paar Monate später war es wieder so. Ich hatte wieder diese fiese Übelkeit, ich hatte wieder das und zwar schon wieder so, dass ich Bauchschmerzen hatte und ja. Da haben wir eben wieder, haben wir halt gedacht, okay, nochmal ein Magen-Darm-Infekt, komisch, aber ja, kann ja vorkommen. Und ja, und dann bin ich wieder daheim geblieben und ja, dann habe ich mich auch wieder erholt und ja. Gut, und dann war es so, dass das aber über mehrere Monate immer und immer wieder gekommen ist und immer wieder da war und immer wieder, also mal von der Intensität stärker war, mal ein bisschen schwächer und ja. Und dann habe ich halt irgendwann hat dann meine Mutter gesagt, wir sollten, glaube ich, mal zum Arzt gehen. Und ja, dann war es aber an einem Sonntag, also wirklich Sonntag, und es war wirklich unpraktisch, weil es war, ja, also nicht der gewohnte Kinderarzt. Und ja, und dann war es so, dass ich zu meiner Mutter gesagt habe, okay, dann gehen wir zum Arzt. Und dann sind wir da halt auf jeden Fall zum Notfallarzt gegangen. Und der hat dann meinen Bauch abgetastet, weil es mir halt wieder so elendig war. Es war Sonntag, der Tag vor Montag, vom ersten Schultag damals. Glaub mir, das habe ich nicht umsonst. Und dann war es auf jeden Fall so, dass der Arzt mich abgetastet hat und alles gemacht hat und gesagt hat. Und dann hat er irgendwann gemeint, ja gut, wahrscheinlich hat ihr Kind einen entzündeten Blinddarm, der muss sofort raus. Dann dachte ich mir so, oh, wie jetzt bitte? Was? Ich war dann erstmal total unter Schock und der hat dann auch gleich meiner Mutter gesagt, ja, am besten liefern sie jetzt gleich heute noch ins Krankenhaus ein und dann wird sie morgen früh gleich operiert oder das, wenn es Entzündung richtig ist, dann wird sie noch heute operiert, bevor der Blinddarm durchbricht. Und dann hat der meiner Mutter eine Überweisung geschrieben, Sofortüberweisung mit Anweisung auf Notfall-OP oder so. Also es wäre wirklich dann gewesen. Und dann sind meine Mutter und ich raus und dann sag ich, dann war, ich weiß echt nicht wie, aber meine Mutter hat dann so gesagt, okay, dann gehen wir jetzt heim. Habe ich so meine Mutter angeschaut, okay. Und dann war so dieses, ja, dann gehen wir heim und gucken morgen. Und dann war es auf jeden Fall so, dass am nächsten Tag war es mir morgens wieder übel. Und zwar bis genau 10 Uhr. Und dann plötzlich ging es mir bestens. Und dann hat meine Mutter so zu mir gesagt, okay, dann gehen wir aber nochmal zu einem anderen Arzt, weil das ist ein bisschen komisch, wenn es mir plötzlich wieder ganz gut geht und ich mich mehr oder weniger munter fühle. Dann sind wir auf jeden Fall zu meiner damaligen Ärztin. Der bin ich auch sehr viel, der bin ich echt viel schuldig deswegen noch. Und die hat dann, da bin ich dann da gesessen und mir ging es echt prima. Ich sah auch nicht mehr aus wie's Hundeelend. Also wirklich, ich habe immer ausgesehen, als ob ich, als horrorfilmmäßig, also das war ich nicht, ich war kein guter Anblick. Und dann habe ich so zu meiner, habe ich auf jeden Fall so, bin ich bei der Ärztin gewesen und dann bin ich auch drin gewesen. Sie hat mich abgetastet, hat geguckt und hat eben, da war nichts. Und dann hat sie eben so gesagt, wie sich denn meine Symptome äußern. Hab ich ihr das alles beschrieben, eben Übelkeit, Bauchschmerzen, Unwohlsein und sowas. Eben, ja, so. Und dann hat sie mich gefragt, wann es denn am meisten auftritt. Dann habe ich so gesagt, so, wenn ich so drüber nachdenke, meistens sonntags. Also so Sonntag, Mittag fängt es meistens an. Dann hat sie so gefragt, und ob es denn irgendwann besser werden würde, so rein
von der Zeit her. Und ich so, ja, meistens so Montagmittags, montags um 10 um den Dreh rum. Dann hat sie mich gefragt, ja, wann denn die Schule bei uns anfängt. Also wann die denn so anfängt. Dann habe ich eben die Schulanfangszeiten genannt. Dann hat sie mich gefragt, und wann denn den spätestens, wann man denn bei der Schule sein müsste, damit es so noch vom Ding ist. Habe ich ihm gesagt, so 10 herum. Und dann hat sie mich gefragt, als nächste Frage, fühlst du dich denn wohl in deiner Schule? Da habe ich ihr geantwortet, offen und ehrlich, nein, überhaupt nicht. Dann hat sie zu mir gesagt, ich soll jetzt mal, also sie hat mir dann so ein Globuli mitgegeben, das soll ich jetzt mal einfach ein paar Wochen nehmen. Und wenn es dann besser wird, dann, also je nachdem, wie es wird, soll man dann halt nochmal hin. Dann habe ich diese Globulis genommen und es ist auch wirklich besser geworden. Sie hat dann auch meine Mutter noch als Waiterin, hat sie mich einfach für 3 Wochen krank geschrieben. Ja, das war damals, die war wirklich. Und mir ging es dann wirklich immer besser und immer besser. Und wir haben dann auch wirklich uns gefreut, so nach dem Motto, okay, egal was es für Globuli sind, sie wirken und es geht mir dann besser dadurch. Und dann sind wir kurz vor Ende der 3 Wochen ging es mir plötzlich wieder elendig. Also ich war wirklich wieder so richtig down. Und dann sind wir dahin und haben dir das auch alles erzählt. Und dann hat sie zu mir gesagt, also es ist so, dass es anscheinend bei mir so ist, dass mein Solarplexus da reagiert, weil mich der Gedanke an die Schule allein so stresst, dass ich so einen Stress entwickelt, dass mein Solarplexus da, ja, dass der da drauf reagiert und dadurch kommt die Übelkeit, die Bauchschmerzen und das alles. Und die Globuli, die sie mir gegeben hat, sind einfach hauptsächlich da gewesen, um mich ein bisschen zu beruhigen und ein bisschen dafür zu sorgen, dass ich ausgeglichen bin. Und ja, und dann habe ich so in dem Moment gedacht, okay, als wir dann rausgegangen sind, waren wir auf der einen Seite froh, dass es nicht der Blinddarm ist. Auf der anderen Seite war ich, glaube ich, 15, 16 und hatte noch 2 Jahre Schule vor mir. Und ja, aber danach war es dann immer so, wenn es mir dann da echt so total übel war und mir nicht so ging, dass meine Mutter dann mir auch wirklich dann geholfen hat, indem sie mir dann einfach eine Entschuldigung geschrieben hat und gesagt hat, okay, hat ja keinen Sinn, weil ich meine, mir ging es halt einfach echt nicht gut. Und bei mir hat sich das halt wirklich, dieser Stress vom Gedanken, in die Schule gehen zu müssen, an diese ganzen Eindrücke, an diese Lärm, an diese Mitschüler, und das alles hat sich bei mir so also wirklich so extrem gezeigt, dass es sogar richtige physische Zeichen bei mir gab. Tja. Ja, und schließlich und endlich habe ich meinen Blinddarm immer noch. Und ich bin so froh, dass meine Mutter in dem Moment auf ihren Mutterinstinkt gehört hat und nicht einfach mit mir in die Notaufnahme gefahren ist und mir den Blinddarm rausmachen lassen hat, weil das wäre ja eine OP gewesen. Ich hätte dann Schmerzen gehabt. Klar, wäre dann aus der Schule raus gewesen und dann hätte sie mir wahrscheinlich erst mal geholfen. Aber die Wahrheit ist, spätestens dann, wenn die Narbe und die Wunde verheilt gewesen wären, hätte ich dann wahrscheinlich wieder angefangen, die Symptome zu bekommen. Und ja, ich bin froh. Ja gut, schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr auch schon mal sowas erlebt habt oder ob ihr ähnliche Geschichten habt. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.readmyoutlook.com. Das war jetzt mein letztes Video in der Vorproduktion. Wenn wir es nächstes Mal uns sehen, ist es bei mir voraussichtlich auch Januar. Und ja, wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.